Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Vikings-Vorstellungsvideo. Heute haben wir den Case 1455 XL am Start für euch. Ein Youngtimer von Case, eine Legende. Wer den nicht kennt, ist auch am Leben vorbeigelaufen. Vor allem, wenn ihr euch für Traktoren und Landwirtschaft interessiert, würde ich schon sagen, dass man den kennen sollte als legendären Case-Schlepper. Ja, 1455 XL, wirklich eine Legende. Und jetzt hier auch im im Viking 1 zu 32er Modell. Ja, wir haben hier das Modell an sich. Mitgeliefert wird eben dieser Frontklotz, den ihr da runterschieben könnt. Oder eben auch drauf lassen könnt, wie ihr möchtet. Ich habe den natürlich drauf, weil es echt saugeil aussieht. Müsst ihr einfach ein bisschen einlenken. Also voll einlenken und dann in die Richtung, wo das Rad wegsteht, runterschieben. Ansonsten haben wir ebenfalls mitgeliefert den Originalauspuff mit Klappe und Schalldämpfer oder, wie ich es jetzt hier drauf habe, einen Chromauspuff, den ihr tauschen könnt, wie ihr wollt. Also entweder wie hier auf dem Bild mit Originalauspuff oder wie ich jetzt hier den Chromauspuff, ohne Schalldämpfer. Das ist euch frei überlassen. Ansonsten haben wir hinten Dreipunkt und auch hier den Stift fürs Zugmaul. Wichtig bei dem ist, der hat eine schmälere Dreipunkt. Ich habe euch ja vor schon wenig Zeit her den Salzstreuer vorgestellt. Der geht da zum Beispiel nicht dran, weil der Salzstreuer die breitere Aufnahme hat. Ihr könnt da zwar ein bisschen hin und her schieben, aber der hat einfach eine schmälere Aufnahme, wie zum Beispiel auch der Fast Track. Genau, das ist das ganze Spiel von hinten. Natürlich auch mit Zapfwelle und so weiter. Hat er alles dran. 40 km Ausführung, falls es noch jemand interessiert. Genau, und vorne haben wir wirklich nur diesen Frontklotz. Es gibt optional auch eine 3-Punkt, die ihr kaufen könnt, die ihr dann da auch drauf schieben könnt. Dann hättet ihr auch vorne eine 3-Punkt geliefert oder kaufen könnt ihr den aber nur mit dem Gewichtklotz. Und ansonsten kann man hier oben noch den Motor aufmachen. Genau. Einfach vorsichtig dran ziehen. Dann geht hier die Klappe weg, ist aber nichts drin. Genau, dann könnt ihr die einfach wieder reindrücken. Und dann passt es auch. Genau, Auspuff ist drauf. So geht die Motorhaube nicht auf. Ansonsten die Türen gehen auch wieder auf, wie beim Fast Track. Aber das ist bei den Vikings-Modellen sehr schwer, die Türen aufzukriegen, weil die keinen. Also der Griff ist nicht dafür da, um die Tür aufzumachen, sondern der Griff ist einfach eine Nachbildung vom echten Griff, wie alles hier. Also, wie gesagt, auch bei dem Modell wieder die Detailgetreuigkeit oder die Detailreichigkeit ist wieder absolut 10 von 10. Gefällt mir richtig gut. Ist mein zweiter Bulldog in der Sammlung. Ihr wisst ja, den Fast Track habe ich noch. Und jetzt hier den Case 1455. Ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Den gibt es übrigens auch noch in der anderen Variante. Das ist ja die modernere, in Anführungszeichen modernere Variante. Und dann gibt es ja noch den noch älteren, der ja noch ein bisschen, der diese gelblichen Felgen hat und die andere ja, Karosserieform. Kenner wissen, welchen ich meine. Den gibt es auch noch, aber mir gefällt der hier besser. Deswegen habe ich mich damals für den entschieden. Ja, das war's. Mehr gibt es zu dem Kollegen eigentlich nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, liken und in den Kommentaren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.